Wir sind hier im wunderschönen Oberstdorf im Sommer und mal sehen, wen wir heute hier treffen. Ah, da sind ja Jenny und Benji. Hallo. Hi. Na, wie geht's euch denn? Und der Garrett nicht zu vergessen. Nein, Garrett auf jeden Fall. Hallo, Garrett. Garrett, hi. Er guckt gar nicht. Ja, also ich denke, wir haben ein paar Fragen für euch. Okay. Ja, wir wollen mal sehen, wie gut ihr euch kennt. Ja. So, wenn ihr bereit seid. Also, tja, wir machen heute Tee oder Kaffee. Jenny, wie sieht's denn aus mit Benji? Mag er Tee oder Kaffee? Ja, absolut richtig. Und was ist mit Jenny? Tee außer Eiskaffee. Na, das ist schon mal gut. Das ist mal ein Punkt für beide. Die zweite Frage. Ordnung oder Chaos? Wie sieht's bei Benji aus? Chaos, außer wenn seine Mitbewohnerin nach Hause kommt, dann ist Ordnung da. Stimmt. Was mit Jenny? Absolut Ordnung, gar keine Frage. Immer und jederzeit? Immer und jederzeit und überall Ordnung. Nächste Frage. Morgenmensch oder Nachteule? Wie sieht's mit Jenny aus? Interessante Frage. So ein Zwischending. Also kein Morgenmuffel, aber auch kein Morgenenthusiast. Aber auch schnell müde abends dann. Zwischen denen. Benny ist more der Abendmensch. Dann die nächste Frage. Geizig oder großzügig? Außer bei Nutella. Stimmt. Dann gibst du nichts ab. Nee, keine Chance. Aber das passt, weil ich mag kein Nutella. Wir kommen da super miteinander aus. Ja, so soll es ja auch sein, dass ihr euch perfekt ergänzt. Ja, genau. Auf dem Eis und auch neben dem Eis. Und die letzte von diesen Fragen. Stadt oder Land? Land. Ganz klar Land. Also ich kenne nichts anderes. Also ich bin ein Landmensch. Du bist ja aus der Stadt gekommen, immerhin, aber trotzdem. Ich bin aus der Stadt gekommen, aber willst du sagen Stadt oder Land? Nee, du bist schon mehr der Landmensch. Also man hält es in der Stadt aus für ein paar Tage und es ist auch mal wieder schön. Aber wir freuen uns immer wieder auf die Berge. Ja. Und jetzt haben wir noch ein Special. Ah ja, und zwar. Jenny, ja. Stell dir vor, du musst jetzt dann zeigen, deine Reaktion quasi. Stell dir vor, ihr seid beim Wettbewerb. 5 Minuten vorm Einlaufen. Benji sagt dir, ich habe mein Kostüm vergessen. Was ist denn? Also, die Situation kam in der Tat wirklich schon mal vor. Nur nicht beim Wettbewerb. Aber ich würde sagen, ja, war ja wieder klar. Ja. Und jetzt. Benji, stell dir vor, du kommst zum Training, ja. Nichts ahnend, und dann siehst du Jenny und sie hat sich die Haare abrasiert. Das gibt's nicht. Dein Ernst? Ja. Okay, ja, dann vielen Dank. Und wir wünschen euch ganz tolles Sommertraining und dann eine ganz tolle Saison. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.